Aber was mir letztens passiert, das war die letzte Show, die wir in Dänemark oder Finnland, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich aus New York eingeflogen gekommen und bin vom Flugplatz gleich irgendwie hin. Es hat den ganzen Tag geregnet und bin irgendwie auf die Bühne rauf. Und das ist immer so, du stehst oben drauf und irgendwann fällt der Vorhang und dann fängst du an zu spielen. Und der Vorhang fiel und auf einmal habe ich diesen wunderschönen Hafen gesehen, der da war, den ich vorher einfach nicht gesehen habe. Und habe einfach vergessen zu spielen. Ich habe einfach da gestanden, wow, und dann hat die ganze Band schon gespielt und irgendwie gemerkt, oh Scheiße. Und habe dann weiter irgendwie nach 20 Sekunden irgendwie weitergespielt. Rammstein hat natürlich unheimlich viele Effekte und jeder versucht natürlich auch sich, möchte auch gerne Bestandteil dieser ganzen Effekte sein. Und es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn jemand ein Instrument spielt, diese Effekte zu handhaben. Und wir haben schon viel probiert. Ich hatte zeitlang hatte ich eine Gitarre, die gebrannt hat. Dann hatte ich eine Gitarre, die ich zerstört habe. Dann haben wir den brennenden Mikrofonständer und diese Funken. Also ja, macht immer so kleine, hat immer so kleine Spielereien, wo man so denkt, dass man sieht gut aussehen oder dass man irgendwie cool ist. Wahrscheinlich ist das völlig lächerlich. Ingo ist ein Mensch, der prinzipiell immer dabei, wenn es darum geht, eine Idee zu haben, wie kann es live aussehen. Und dann hat er natürlich auch ein sehr spezielles Interesse an dem Licht. Er arbeitet extrem mit den Lichtdesignern zusammen und erklärt denen irgendwie, was wichtig ist bei Rammstein, dass ein bestimmter Rhythmus richtig ist und so weiter und so weiter. Bestimmte Stimmung. Auf der anderen Seite ist er natürlich jemand, der für mich einen großen Bestandteil an unserem Erfolg hat, an unserem Image, an vielen Dingen einfach. Also ist jemand, der eigentlich zur Band gehört. Der zwar nicht Bandmitglied ist, aber trotzdem für mich Band ist. Ja, es ist manchmal echt, wird es wirklich heiß, aber das finde ich aber auch auf der anderen Art, finde ich total gut. Also ich habe überhaupt keine Angst vor Feuer. Und im Gegenteil, also ich liebe das irgendwie. Und umso dichter ich dran bin, umso einen größeren Kick bekomme ich im Grunde genommen. Und wenn diese Feuerfintchen hochgehen, ist auch wenn es heiß ist und wenn man manchmal ein bisschen verbrannt wird, irgendwie ist das cool. Das mag ich total. Natürlich suchst du die Aufmerksamkeit. Und die brauchst du einfach, ansonsten würdest du nicht auf der Bühne stehen. Also wenn ich diese Aufmerksamkeit nicht hätte, würde ich wahrscheinlich nie Musik machen. Wenn ich so zufrieden wäre mit meinem Leben, mit allem drum und dran, bräuchte ich Leuten nicht meine Musik vorspielen. Oder die Leute bräuchte ich nicht. Natürlich brauche ich, sauge ich es auf und fühle mich dadurch besser. Was natürlich Selbstbetrug ist. Weil intellektuell weiß ich das. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Weg gefunden, wo ich mit leben kann. Weißt du? Also du saugst es auf. Das Problem wird dann irgendwann, wenn es halt weniger wird und wenn es halt dann nicht mehr ist, dann musst du irgendwas anderes gefunden haben. Oder dich selbst geheilt haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man noch begreift, dass das natürlich auch nur eine Rolle ist, die du spielst. Weißt du, und dass es eine Idee ist, auch von den Leuten her. Ich meine, die Leute da draußen, die wollen natürlich ihren Star haben, so wie sie ihn sehen. Und du spielst diese Rolle. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du dann rausgehst, musst du begreifen, dass das ist eigentlich nicht du bist, den sie wollen. Und du musst diese Rolle erfüllen. Weißt du, und du spielst diese Rolle. Und die hat nicht viel was damit zu tun, wie du wirklich bist. Und sollte auch nicht. Ich bin jemand, der sich immer meistens jemand aussucht und mit dem versucht, Augenkontakt zu bekommen. Also ein Mensch, meist ein Mädchen. Und versuche dort mit jemandem Augenkontakt zu haben. Und wenn ich den dann habe, dann ist es meist so eine gute Show. Ab und zu ist es so, wir haben immer jemanden, der ins Publikum geht und meist so Backstage-Pässe verteilt. Und dann ab und zu ist es vorgekommen, dass man sich nach der Show wieder trifft. Aber darum geht es überhaupt nicht. Also es geht wirklich nur um diesen Moment und ich habe dann eigentlich mal so kein Bedürfnis, jetzt irgendwie da mehr wissen zu wollen. Also es geht wirklich nur um diesen Moment. Das muss funktionieren, das ist so eine Art Tool, was ich brauche. Das ist wie mein Sound, das ist irgendwie brauche ich hier eine Person, die mit der ich Kontakt aufnehme. Und wenn der Kontakt da ist, dann funktioniert alles. Man muss irgendwas finden, um diese Energie zu kompensieren nach der Show. Man braucht irgendwie einen Ausgleich. Weißt du, irgendwie schnell überlegt, ob man nicht irgendwie so eine Meditation macht danach, um dieses Gefühl, was man so aufnimmt von diesem, ich meine, wenn du von 20 oder 30.000 Menschen spielst und diese Energie aufnimmst, die ist in dir und die kannst du dann, das ist wie, als wenn dich jemand fallen lässt. Also man muss das irgendwie kompensieren. Ich habe noch nicht so richtig das gefunden, wie man das kompensieren kann. Ich freue mich einfach mal, nichts zu machen. Weißt du, wirklich mal einen ganzen Tag irgendwie nichts machen. Einfach irgendwie im Bett liegen bleiben und dann mal einfach aufstehen, dann durch die Stadt gehen
Und irgendwie mal Kaffee trinken und den ganzen Tag einfach mal so einen Tag sein lassen, was ich nie mache. So Leute, so ein Wochenende, was die Leute so machen am Wochenende, mache ich nicht. Weißt du, sowas möchte ich gerne mal machen.